durch den Dschungel marschieren. Ich bleib mal im Schiff. Der pyrophorische Drache ist ihnen wieder auf den Fersen. Zunächst wollen sie es nicht wahrhaben. Das entfernte Stampfen einer Dampfmaschine und die schwarze Rauchwolke über den unregelmäßigen Wipfellinie der Mangroven. Ihre Männer, die so entspannt waren, dass sie eine Ansammlung gelber Blumen am Südufer bewundert haben, sehen sich plötzlich mit einem doppelten Grauen konfrontiert. Denn während sich hinter ihnen der pyrophorische Drache schnell nähert, wartet hinter der Nestbiegung eine paar tückische Stromschnellen, die ihnen schäumend entgegenrauschen. Auf einer Seite befindet sich eine sehr schmale Bresche, durch die sich ein ausgezeichnet navigiertes Schiff gerade eben quetschen könnte. Alternativ dazu können sie versuchen, den für Pyrophoriern den Weg mit Schüssen auf die hohe Klippen zu versperren. Nö, komm hier, gehen da mit Schwung durch. Ihr Navigator nimmt reichlich Tempo auf, was bemerkenswert ist, weil heute kaum Wind über den Fluss weht. Auch der gewählte Kurs ist gut, mitten zwischen den beiden zerklüfteten Klippen hindurch, und ihr Schiff gleitet mehrere Terrassen der Stromschnellen mit kaum mehr als ein paar leichten Stößen empor. Obwohl ein Dampfschiff den Anforderungen eher gewachsen zu sein scheint, unternimmt der eiserne Drache keinen Verfolgungsversuch. Ihr Kapitän ist schnell mit Lob für das große Geschick ihres Navigators bei der Hand. Anstatt der bestürzenden Möglichkeit ins Gesicht zu sehen, die Pyrophorier könnten wissen, was von ihnen eine noch größere Gefahr lauert. Der Fluss hat sie so weit wie möglich gebracht. Und nun müssen sie entscheiden, ob sie den Weg durch fünf unbekannter Ziele fortsetzen oder, wie Ramon vorschlägt, durch ein System miteinander verbundene Höhlen. Unzureichend. Einigermaßen einen Weg durch die Höhle suchen. Das machen wir mal. Ramon entschuldigt sich, doch es ist nicht seine Schuld. Sie sind zu tief herabgestiegen und gezwungen, durch Matsch und Guano zu kriechen. Ein Mann mit Klaustrophobie fällt in Ohnmacht. Nach einigen erschöpfenden Stunden erreichen alle auf einem unscheinbaren Lichtung direkt über dem auf ihrer Karte eingezeichneten S, wohlbehalten wieder die Oberfläche. Was ist das? Ein junger Matrose stößt auf einen mit Moos überwuchenden Bunker im Waldboden. Lange aufgegeben, lacht er. Deine Informationen müssen völlig überholt sein, Ramon. Viele Jahre überholt, ruft eine Stimme aus den Bäumen. Blätter rascheln, als überall Gewehre auftauchen und auf sie gerichtet werden. Sie. Ein Mann mit Kapuze tritt vor und zeigt auf sie. Kommen Sie mit uns. Sie werden gefesselt und mit einem Augenbinden versehen und finden sich nach einer Bootsfahrt vor der Frau wieder, die sie für Isabel Sarmento halten. Wer sind Sie? Will sie wissen. Und warum sind Sie hier? Wir sind im Namen Ihrer Majestät, der Königin, hier. Ich bin das Kind von Samuel Good. Die Pyrophorier wollen uns an den Kragen. Wir können jetzt erstmal vorstellen, komm. Isabels Augen blitzen vor Wut. Ach so, Sie haben Ihren Vater einen Verräter genannt, weil er sie uns verkauft hat, den lästigen Rebellen, und jetzt kommen Sie her, um das Richtige zu tun und sich die Insel zurückzuholen? Daran hätte Ihr Vater denken sollen, bevor er sie verkauft hat. Geschäft ist Geschäft. Es ist ein Eingeständnis, dass dieses Geschäft in keiner Hinsicht gut war. Sie nimmt das Fass und lässt Wein über ihren Kopf laufen. Vielleicht lasse ich meine ganze Wut an ihnen aus. Auch wenn es mein Vater war, die Pyrophorier müssen ihn zum Verkauf gezwungen haben. Geben Sie es zu, sie haben sich mit ihm verschworen, um sie zu kaufen. Machen wir das hier. Isabel stellt das Fass ab und sticht ihre Stiefelmesse hinein, um das Loch zu stopfen. Dann sind sie gegen die Pyrophorier. Man hat mir berichtet, sie hätten versucht, ihnen mit einem eisernen Drachen beizukommen. Sie atmet tief ein und wieder aus. Ich habe es nicht geglaubt. Und doch, sie haben ihr Leben riskiert, um hierher zu kommen. Isabel bedeutet den Wachen, ihre Fesseln zu lösen. Ich sollte mir wenigstens anhören, was sie wegen all dem unternehmen wollen. Und da sind wir, da haben wir sie gefunden. Sie kann uns vielleicht ein bisschen mehr Infos geben über die Verschwörung, die da am Gange ist. Du hast uns also gefunden. Schau dich um. Was könnten uns die Schergen ihrer Majestät noch antun, dass die Pyrophorier nicht längst getan haben? Isabel Sarmento, wir kommen hierher, um die Unschuld unseres Vaters zu beweisen. Samuel Good. Good? Der Mann, der die kostbare Insel ihrer Majestät verscherbelt hat? Er ist genauso schuldig, wie ich es bin. Ich weiß nicht, wie es um sie steht.
Aber unser Vater hätte seine Königin niemals verraten. Du nennst mich also eine Lügnerin? Liebe macht blind. Bevor die Pyrphoria ihr Brandzeichen setzten, sagten sie voraus, dass euer Vater kommen würde, um Prosperity zu verkaufen. Es war eine schlechte Idee, an der Verschwörung gegen das Empire teilzuhaben. Doch als ich den Pyrphoriern die Zusammenarbeit verweigerte, erteilten sie uns eine Lektion. Nach allem, was wir über die Pyrphoria wissen, glaube ich nicht, dass sie sich von unseren Bemühungen abschrecken lassen. Die Pyrphoria nahmen uns Prosperity weg, an dem Tag, an dem das Abkommen unterzeichnet wurde. Und so bohren wir für sie nach Öl, ohne Lohn, bei Tag und Nacht. Wir haben unseren Stolz verloren. Und doch haben wir Angst. Denn obwohl wir die Toten begraben und ein Versteck gefunden haben, kann ich dort nicht allen Schutz bieten. Es betrübt mich von ihrer prekären Lage zu. Doch muss ich darauf bestehen, dass unseres Vaters... Du lässt einfach nicht locker, was? Na gut, dann kommen wir zur Sache. Helft mir dabei, meine Leute zu beschützen. Sobald ich merke, dass ich euch vertrauen kann, werde ich nach dem Vertrag sehen. Und? Schlägst du ein? Natürlich tun wir das. Das ist, glaube ich, der einzige Weg um hier. All die sagenhaften Länder existieren wirklich. Ja, richtig. Kapitel 3. Prosperity. Zoologische Expedition. Gerichte über den Verbleib eines seltenen Tieres. Dann werde ich darüber nachdenken, dir den Vertrag auszuhändigen, den du suchst. Ja, schön, machen wir dann. Die Pyrphoria würden uns sofort knechten, wenn ich versuche, mein Volk umzusiedeln. Aber eine Insel unter deiner Flagge? Ja. Wir werden dir helfen, aber erst, ja. Ich traue dem Empire ebenso wenig wie dir. Ja, Mann, sei jetzt mal ruhig, wir hier gucken. Gebiet freigeschaltet. Was wir hier für eine Expedition machen können. Gerüchte über den Verbleib eines seltenen Tieres bieten Anlass zu dieser Reise. Dann machen wir das doch mal. Schiff zuweisen. Die hier. Jagdglück. Lesen Sie selbst. Sprung in die neue Welt. Die Gurtgeschwister wagen sich in unbekanntes Terrain vor und machen Isabel Sarmento ausfindig. Wird dieses anti-imperiale Rebellenführer kooperieren? Ist der Schlüssel zur Wahrheit über Samuel in den Verkauf der Insel Prosperity? Und das scheint wohl so zu sein. So, ich will jetzt hier die Expedition machen, verdammt. Lassen Sie uns das alte Fernrohr ausfahren. Ja, komm, wir machen mal den. Wir werden jetzt hier nicht gleich ein Schiff brauchen. Ich glaube, wir können hier... Warnungen? Erobert. Was heißt erobert? Keine Ahnung. So. Gut, dann können wir hier mal siedeln. So schnell sind wir hier angekommen und haben wir ein neues Gebiet entdeckt. Bis ans Ende der Welt. Ja, richtig. So, können wir hier mal den Weg hier nach oben machen. Was ist das hier? Lehmvorkommen, nochmal eins. So, schön hier. Es ist schön hier, muss ich echt sagen. So, wir brauchen auf jeden Fall mal Holz. Und da würde ich sagen, das machen wir hier hinten, oder? Hier vorne, ich würde sagen hier hinten, ne? Lehm, ja, vielleicht mache ich dann mal, warte mal, ich mach mal so rum. Kann ich das verbinden? Jawohl, das geht. So, und dann kann man hier nochmal einen Weg machen. So, dann kann ich nämlich hier, glaube ich, ganz ein bisschen abseits Holz machen. Und dann mache ich hier mal den hier, so. Ein Lagerhaus. Oh, Moment. Wir kommen hier nicht weit. Vielleicht sollte ich das so machen. Halt. Mein Platz hier, Lagerhaus will ich. Kann ich das da nicht hinbauen? Warum nicht? Warum kann ich das hier nicht hinbauen? Setz dich lieber in den... Weil mir Holz fehlt. Echt? Hä, ich habe doch gerade noch so viel Holz gehabt.
Okay, und die haben jetzt auch keine Arbeitskräfte, oder? Hä, was ist denn das jetzt hier? Habe ich kein Holz? Kann ich einkaufen? Kaufen. Du bist nicht gekommen, um dich uns anzuschließen, oder? Ja, das habe ich jetzt ja toll gelöst hier. Hä, warum habe ich denn... Habe ich so wenig Holz gehabt? Ja, super. Bringt ja... Ist ja echt toll. Genial. Kann ich hier gerade nichts machen? Mann, da habe ich jetzt aber verkackt hier. habe ich so verkackt jetzt? Was leuchtet da rot? Hier. Oh, ein Pirat. Na dann. Gut. Wir können tagsüber einladen und bei Nacht. Handelt die? Nö, die handelt nicht. Mann! Hä, als ob ich so wenig Holz habe, dass ich hier nicht mal einen Holzfäller bauen kann. Echt? Gut, ich habe jetzt hier mein Schiff weggeschickt. Wir versenken nie ein Schiff, das wir auch besitzen könnten. Verkauf dieses Schiff. Ja, das mache ich mal, komm. Einsatzbereit. Dann kann ich zumindest mal hier rumfahren. So, aber du verkaufst kein Holz, ne? Du verkaufst kein Holz, nee. Schoner steht bereit. Gut, ich muss ja jemanden finden, der mir Holz verkauft, weil sonst habe ich hier echt Probleme. Sind unterwegs. So, gut, dann würde ich sagen, wir erkunden mal die Gegend. Da ist da schon eine Insel? Nee. Steuermann! Da haben wir einen Wal. Was ist da? Oh. Segel setzen! Gut, aber die machen mir nichts, die Piraten im Moment, scheint so. Komm, wir machen ein bisschen schneller hier. Ich habe ja gerade eine neue Insel, auch gut. Schön. Schön, schön, schön. Ich brauche aber jemanden, der mir Holz verkauft. Handel? Hab ich Holz? Ich hab Holz. Jawohl. Okay. Gut, dann kann ich ja das hier wieder nach hinten hinbauen. So. Dann kann ich nämlich das jetzt hier hinbauen. Gut, dann habe ich das gerade nochmal gerettet hier. Hier passt dann auch mein Lagerhaus hin. Vielleicht ist da oben? Passt es da irgendwie? Nee. Aber hier vorne kann ich den machen. So. Gut, jetzt haben wir es doch. Sieht man denn den ganzen Wege nicht wegen ganzen Bäumen hier? So. Gut. Das. Hallo? Das mache ich nochmal weg. Und dann mache ich jetzt 1, 2, 3. Mache ich eine Dreierreihe hier vorne Platz. Und mache dann hier wieder mein altbekanntes Dreiermuster hin. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. So, Zeitalter der Tradition. Das ist schon mal okay. Und hier auch wieder. Gut, und die brauchen wahrscheinlich, was brauchen die? Gebackene Bananen. Okay, die brauchen keinen Fisch offenbar. Nochmal ein paar dazu. So, und hier auch nochmal. So, das müsste jetzt erstmal ausreichen. Oder? Bestimmt, ne? Müsste ja nicht dann ausreichen. Zu meiner Zeit haben alle mitgeholfen. Gut, die arbeiten. Oh, ich habe mal Blatt vergessen. Nein. Moment, ich muss hier mal abreißen. Ach, man, baue ich hier gerade einen Müll zusammen. 10. Ich habe natürlich nichts. Mann, also manchmal. Ich bin so verpeilt gerade. So, Marktplatz, natürlich Marktplatz. Hier, hab dann, bitteschön. Oh! Das war jetzt ein grandioser Einstieg in die Welt hier. Es mangelt an Arbeitskraft. Ja. Es mangelt gerade so an einigem. Zur Stelle. Und hier soll ich eher mal weg, weil da habe ich gerade gesehen, da kommt ein Piratenschiff. Hier hat es ziemlich viele Piratenschiffe, sehe ich gerade. So, handelt die mit mir Holz? Wir versenken nie ein Schiff, das wir auch besitzen könnten. Ah, guck mal, sie ist auch hier.
Guten Tag. Guten Tag. Ich lese in dir wie in einem Buch. Zur Stelle. Die Purpuria lassen die Kranken und Schwachen bis zum Umfallen schuften. La Isla ist ihre einzige Hoffnung auf Rettung. Steuermann! Okay, die kann ich holen. Ja, die können wir machen, verlangen. Prosperity. Ich will die Insel, die das alles ausgelöst hat, mit eigenen Augen sehen. Achso, das ist die Insel tatsächlich, oder was? Nee. Warum handeln die alle denn kein Holz mit mir? Es gibt eine Zeit zu warten. Aber diese Zeit ist nicht jetzt. Wir helfen, wo wir können. Ja, ich bin ja schon auf dem Weg im Schiff. Ich komme ja schon. So, hier wird schon fleißig Holz produziert, aber das geht mir alles ein bisschen langsam. Na, mal schauen. Es ist schwer. Da haben wir, das ist tatsächlich Prosperity. Okay. Das ist wohl die Gruppe, die wir abholen sollen. Dann machen wir das doch mal. So, 3 Holz. Alles noch zu wenig. Ah, jetzt haben wir wieder Holz. Wunderschön. Also an Geld mangelt ja zum Glück gerade nicht, also von daher können wir da... Die Bewegung braucht neue Helden. Ja, ja. Spielstand gespeichert. So, was haben wir denn hier? Gebackene Bananen. Vor diesem Geschenk des Himmels war ich sehr krank. Machen wir das so. Und Bananen. Hier können wir ja mal hier oben vielleicht machen, ne? Das können wir hier oben mal machen. Da würde ich sagen, machen wir einfach nochmal ein Lagerhaus hin. Das passt hier eigentlich ganz gut. So, ne? Das passt hier eigentlich ganz gut. Und dann können wir hier mal gucken, dass wir hier vielleicht Bananen mal machen. 128, das ist ja ein Riesending. Das ist die Frage, wie weit das hier reinpasst in so ein Raster. So, wie viel sind das? Okay, ein bisschen mehr bräuchten wir tatsächlich noch. Da muss ich mal gucken, wie groß wir das am besten aufteilen. So, 121. Nee. Okay. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob das so die beste Anordnung ist. Wir werden es bald erfahren. Machen wir das mal hier hin. So. Wie sind denn hier die Produktionszyklen? 30, 30, 30. Okay, von jedem eins, dann haben wir das. Dann passt das so. Das lasse ich mal. Dann haben sie zumindest mal Nahrung, unsere hart arbeitende Bevölkerung. Was ist das? Kehre den Kampf nicht den Rücken. Achso. Einsatzbereit. Moment, dann gehen wir nach La Isla zurück. Wunderschön. So, gerade gucken, aber Lehmvorkommen können wir gerade noch nicht. Da brauchen wir wohl die nächste Bevölkerungsstufe. Gut, dann brauchen wir auch noch ein paar Häuser mehr dazu, wie es aussieht. Mangelt ja ohnehin an Arbeitskräften gerade, da können wir das auch gleich mal machen. Ja, ich kümmere mich gleich. Moment. Was ist passiert? Nur Aberglaube. Der Schatz von Hassan Ben Said. Bereit für eine echte Schatzsuche? Was als ein planmäßiger Aufenthalt in einer Taverne begann, entwickelte ungeahntes Potenzial. Eine Älteste lädt die Mannschaft ein, sie auf der Suche nach dem verborgenen Schatz des Korsaren Hassan Ben Said zu begleiten. Sie sagt, sie möchte den Schatz nur finden und ihn dann gerne hergeben. Die Freude über den Fund an sich und das Ende der lebenslangen Suche sei Belohnung genug. Die Mannschaft platzt vor Aufregung. Ein echter Piratenschatz. Klingt irgendwie seltsam? Ja, okay, ist auch nur 1%. Nee, komm. An dem sie sich sicher fühlen. Ja, gleich. Ich lese hier noch ganz kurz. Wirst du Geduld müssen? Geschichten über Piratenschätze gehören in ein anderes Jahrhundert. Die Mannschaft ignoriert die inständige bittende Frau und zieht es vor, die Nacht auf dem Schiff zu verbringen. Dort träumt sie von glitzernden Juwelen und ungeahnten Reichtümern. Als sie morgens in See stechen, sieht man gieriges Verlangen in ihren Augen. Na dann, wenn das so ist,
Ja, wir können mal was verteilen. Wir haben genug da. So. Ein Botenjunge hat einen Brief übergeben.